Hier ist euer Dr. Einstein, heute mit einem neuen Video, und zwar habe ich heute für euch den ECMR P2, einen 33 Watt Laser, besteht aus 6x6 Watt und ja, richtig, das sind 36 Watt, und durch den Leistungsverlust, also minimalen Leistungsverlust, haben wir eine Ausgangsleistung von 33 Watt. Ja, um diesen Laser geht es hier mit einem Fokusgenauigkeit von 0,08 mm und einer Gravurgenauigkeit von 0,01 mm. Also sehr genau, wir sehen das dann später an meinen Beispielwerkstücken, die ich hiermit auch gemacht habe, wie genau das Ganze hier läuft. Das ist sehr, sehr schön. Dafür sorgt aber nicht nur der Fokus von diesem Laserkopf, sondern auch natürlich hier die Führungsschienen. Die sind sehr speziell. Die sind nämlich hier geführt, wie gesagt, und dann gelagert. Also nicht die typischen Rollen. Das Ganze haben wir nicht nur auf der Y-Achse, sondern auch auf der X-Achse. Und somit ist es einer der wenigen Laser, der tatsächlich hier beide Führungen hier über gelagerte Führungen hier hat. Das sorgt natürlich für ein sehr, sehr präzises Arbeiten auch und eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit. Das macht natürlich unter anderem auch den Laser hier aus. Bevor wir aber anfangen konnten, musste ich den natürlich auspacken, und das war nämlich sehr, sehr schön. Es ist einer der wenigen Laser, die ich aus so einem sehr schönen gedruckten Karton ausgepackt habe. Zugleich war der Laser aber auch komplett montiert. Ich musste den lediglich rausnehmen, und dann stand der Laser hier schon da. Ich habe nur noch den Laserkopf hier angebracht, das Kabel angeschlossen, und der Laser war einsatzbereit. Hier dabei ist natürlich hier so ein sehr schöner Air-Assist, der ist hier mit dabei, der Air-Assist. Da gibt es einen Anschluss, der ist hier unten dran, der wird dann übers Mainboard, je nachdem, ob man er benötigt oder nicht benötigt, zugeschalten. Auch die Druckluft, der Druckluftschlauch hier für den Air-Assist ist schon komplett vormontiert, man muss hier nichts machen, nur am Air-Assist einstecken, und man kann hier loslegen. Ja, am Schluss des Kopfes befindet sich noch ein Filter, der ist hier integriert und sorgt dafür, dass beim Air-Assist die Luft auch gefiltert ist, und somit möchte man auch Verunreinigung am Laserkopf minimieren. Ja, also an alles hat man hier gedacht, und apropos gedacht, wir hatten natürlich auf die Sicherheit hier geachtet. Wir haben hier 33 Watt, und dazu nochmal ein Vermerk, hier bitte nicht im Innenraum verwenden, sondern nur draußen, und wenn im Innenraum, dann gekapselt bitte mit Abluft nach draußen. Damit haben wir schon mal die Gerüche schon mal, oder die Giftstoffe, die hier freigesetzt werden, schon mal nicht in der Nase. Zum anderen ist natürlich auch sehr wichtig, dass ihr auch immer schön brav diese Schutzbrille tragt. Ist natürlich mit im Lieferumfang dabei, selbstverständlich. Und die sollte man auch wahrnehmen und unbedingt tragen. Allein schon durch die Reflexion. Man hat ja unten meistens eine Platte aus Edelstahl. Da kann mal schnell eine Reflexion entstehen und dann ins Auge gehen. Also von daher bitte unbedingt aufpassen. Wir haben natürlich Kippschutz. Wir haben hier Flammenerkennung. Die lässt sich übrigens hier unten ausschalten. Jetzt wird sich der eine fragen, wieso soll ich Sicherheit bewusst ausschalten. Das liegt daran, dass man auch dann hier diesen Laser, wenn man diesen im Freien verwendet, eben durch Reflexionen hier das Gerät erkennen kann, dass eventuell hier ein Flammenbild war, und somit abschaltet. Und in dem Fall hat man die Möglichkeit, hier natürlich mit dem Knopfdruck das Ganze auszuschalten. Sollte man natürlich nur machen, wenn man auch dennoch danach absolut hier den Fokus auf dem Laser hat und da auf jeden Fall auch dabei ist. Das soweit schon mal die Eckeigenschaften vom Laser, ganz besonders natürlich durch die Führungsschienen ist auch natürlich die Verfahrgeschwindigkeit, die habe ich fast vergessen, die liegt nämlich hier bei 30.000 mm pro Minute, also wir erfahren hier, können hier deutlich schneller verfahren mit dem Laser als mit manch anderen günstigen Laser, das bringt natürlich ECMR hier auch noch mit. Ja, natürlich Parametereinstellungen sind natürlich wichtig, und da kommen wir natürlich mit einem USB-Stick, da ist eine Micro-SD-Karte mit dabei, ist jetzt für das meiste für die meisten keine Besonderheit, aber sehr schön lässt sich das Ganze hier in zum Beispiel Lightburn über diesen Micro-SD-Karte, da sind die Parameter hinterlegt, auch direkt integrieren. Oftmals muss man das manuell machen, hier ist es auf der SD-Karte dabei, ist alles schon soweit fertig, man kann es dann auch direkt, wie gesagt, auswählen und hat die Parameter dann in Lightburn drin. Verwenden kann man natürlich auch GRBL, wer natürlich möchte, und wer ein bisschen Hilfe braucht, ich schaue nämlich gerade eben, dem liegt natürlich hier eine Beschreibung bei. In dieser Beschreibung ist hier auch nochmal erklärt, wie man das Ganze hier einrichtet in der Software. Wie gesagt, Lightburn ist kostenpflichtig und GRBL ist natürlich kostenfrei. Ich verwende Lightburn, ist natürlich auch deutlich besser. Ja, das auf jeden Fall hoffentlich die Eckdaten. Was habe ich noch vergessen? Ja, genau, wenn man das Ganze hier nach draußen bringt,
Das ist natürlich auch ganz wichtig. Dieser Laser wiegt lediglich 7 Kilo, also sehr handlich, muss man dazu sagen, kann ihn sehr einfach nehmen. Und dadurch, dass man hier die Führungen hier, die sind jetzt schon alle sauber verkabelt, dann hängt auch nichts runter. Man kann den einfach schön in die Hand nehmen bei 7 Kilo und kann den mit rausnehmen. So, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles erwähnt und ich würde sagen, jetzt gucken wir uns mal die ersten Ergebnisse mal an. Angefangen habe ich mit diesem Holzstück tatsächlich nicht in der Reihenfolge, aber ich möchte hier zumindest mit dem Holzstück anfangen, weil es natürlich hier so eine Art, ja, wie soll ich sagen, ein Musterstück für einen 33 Watt Laser ist. Wir haben hier natürlich, man sieht es hier an der Holzstärke, 3 cm. Das Ganze ist noch Hartholz, also auch wirklich schwierig für den Laser. Und ihr könnt euch mal ganz kurz das Video dazu anschauen. Ja, im Video haben wir jetzt hier, ich zeige euch mal einmal ganz kurz das Ergebnis. Im Video haben wir gesehen, natürlich, dass wir hier dreimal durch sind. In echt waren es 5-mal. Wir sehen hier ganz leichte Schmauchspuren, aber nichtsdestotrotz hat der Airsist hier sehr, sehr sauber gearbeitet. Wir sehen auch hier einen total, dadurch, wir sind hier 5-mal hier drüber gefahren, wie sauber trotzdem die Schnittkante ist. Und wenn ich hier euch mal das hier zeige, was wir hier rausgelasert haben, sehen wir auch hier, war ein bisschen Harz vorhanden, das hat auch, das klebt ganz leicht noch und das hat dafür gesorgt, dass der Laser hier deutlich schwieriger durchs Holz ist. Also wie gesagt, wir haben hier Hartholz, ist anspruchsvoller, aber nichtsdestotrotz haben wir das hier aus dem Laser bekommen und können auch das Ergebnis hier auch wirklich hier zeigen, auch wenn ich hier ein paar Mal öfters drüber bin, ist sehr, sehr gut gelungen und jetzt sehe ich hier gerade noch was. Und wenn wir natürlich lasern, hier von Ekmer gibt es natürlich hier eine Schablone, die zeigt in etwa, wie sich der Laser bei welcher Leistung und bei welcher Geschwindigkeit verhält, inwieweit können wir reden hier von 2 mm, also weit weg von 3 cm, aber ist eine gute Orientierung für kleine Holzarbeiten, die habe ich dann auch noch gemacht, die schauen wir uns gleich mal an und legt auf jeden Fall hier Ekmer mit dabei. Natürlich haben wir, möchte ja alles zeigen, was wir hier dabei haben, hier auch so eine Art kleine Materialbox. Ich habe schon ein bisschen was rausgenommen, bin ich ehrlich. Wir haben hier nochmal Kork noch mit dabei, wir haben hier Holz mit dabei und wir haben hier also verschiedene Größen. Wir haben hier Metall mit dabei und ich glaube, da war sogar noch Acryl mit dabei. Und das kann man hier alles, ist mit dabei zum Ausprobieren natürlich verwenden. Ja, Acryl, das bringt mich natürlich auch gleich zum nächsten Bauteil. Ich habe hier ein Bauteil, das habe ich mit Acryl gemacht, das könnt ihr euch auch mal anschauen.
sehen hier jetzt das Ergebnis dieser Arbeit. Wir haben hier dieses Logo natürlich und ich habe hier mit den Graustufen gearbeitet. Bei Graustufen ist es so, dass wir verschiedene Stärken erreichen wollen. Das klappt bei Acryl immer nur mäßig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, lässt sich das Ergebnis einigermaßen hier doch als positives Ergebnis verabschreiben. Hat natürlich auch beim Anhieb soweit eigentlich ganz gut geklappt. Das ist dann schon wieder ein paar Erfahrungswerte und kann sich auf jeden Fall hier zeigen. Ich kann euch hier gleich nochmal was anderes zeigen. Ich habe hier den Link mal auch gelasert. Hier sehen wir beim Link, das habe ich ein bisschen anders hergestellt. Ich hoffe, man kann das jetzt mal so erkennen. Ja, ich muss es ein bisschen schräg halten. Da sind weniger Graustufen verwendet und dadurch ist hier aber der Laser hier dementsprechend ein bisschen anders da gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall zeigen und man sieht, was man damit machen kann. Und darum geht es mir. Ich will euch ja ein paar Anregungen geben, mit was man hier alles arbeiten kann. So, das bringt mich hier auch zu meinem nächsten Stück, das ist nämlich Holz. Wir haben hier Holz verarbeitet und in diesem Holz, das kann ich euch mal zeigen, das ging relativ fix. Schaut das Ergebnis aus und bei dem Video habt ihr gesehen, ich bin hier zweimal durchgefahren. Tatsächlich hätte einmal gelangt. Da habe ich einfach, das war mein erstes Stück, was ich gleich gemacht habe, da habe ich einfach die Stärke vom Laser einfach ein bisschen unterschätzt. Der kommt hier wunderbar einfach durch dieses 3 mm sind es übrigens, durch dieses Holz hier durch. Das ist hier einfach schon fertig gewesen in der Vorgabe, einfach nur auf Startrücken und dann hat man hier so ein Ergebnis. Ich kann euch mal ein anderes Beispiel hier zeigen. Auch hier ist da so eine Box, auch die wird so in der Art gelasert, auch 3 mm, lässt sich wunderbar bearbeiten und ist somit, wenn jetzt jemand Modellbau und Co. hier gerne macht oder andere Kreaturen da herstellen möchte, man kann ja auch so einen Dinosaurier herstellen, braucht ein bisschen mehr Holz, aber ist überhaupt kein Problem. Der Laser hier, der rast einmal durch in der Geschwindigkeit und dann ist das auch fertig. Ja, also das waren schon die ersten Beispiele. Jetzt kommt mein Lieblingsmaterial und das ist nämlich Schiefer. Ich habe hier in Schiefer nämlich was hergestellt. So schaut das Ergebnis aus. Also wir haben hier einen Sonic, der schaut so aus. Ist natürlich hier relativ einfach gewesen für Schiefer tatsächlich. Wir können aber auch hier mal gerne auch mal den Link anschauen, den ich hergestellt habe. Er ist natürlich auch so eine schöne Geburtstagsgeschenk. Das sind so Untersetzer, die kann man unterschiedlich, wie gesagt, lasern. Und dann haben wir hier nochmal ein Bild und dann kommen wir hier wieder zum Sonic. Also man sieht, man kann hier einiges herstellen Schiefer. Ich habe hier immer ein Muster noch in meinem Hintergrund. Das zeige ich auch mal sehr gerne, weil es auch ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk ist oder generell für Einweihungen und Co. Das schaut nämlich so aus. Ich zeige es euch mal in der Nahaufnahme da ein. Der ein oder andere wird es schon kennen. Ich zeige das öfters mal in einem Video. Und hier sieht man natürlich die ganzen Mario-Figuren, die da mitspielen. Ist natürlich ganz nett, habe ich für mich gemacht. Und ist auf jeden Fall eine Idee zum Verschenken. Kann ich auch jedem empfehlen. Sowas in der Richtung zumindest, als Geschmackssache.
Und hier zu guter Letzt habe ich noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. Also so eine Visitenkarte habe ich gemacht mit diesem Holzstück. Und was natürlich noch mit dabei war, ich habe hier so einen Schlüsselanhänger. Den kann ich euch mal ganz kurz in der Nahaufnahme zeigen. Hier sieht man den, da ist der Laser durchgerast, war binnen Sekunden hier fertig und dann haben wir so einen kleinen Schlüsselanhänger. Ist natürlich auch eine Idee für die Kinder und Co. Man kann, wie gesagt, hier ganz viele Sachen mitmachen. Ja, ich hoffe, ich habe hier so alles mit reingepackt in den Laser, euch ein bisschen was zeigen können und ein paar Ideen und Anregungen mitgeben können. Wie gesagt, ich möchte nochmal ganz kurz wiederholen, wir haben hier einen 33 Watt Laser, wir haben hier wirklich, ich glaube, einer der ersten Laser, der tatsächlich hier überall, also X- und Y-Achse hier kugelgelagert ist, also nicht nur auf Rollen, sondern tatsächlich sauber, eine saubere Führung hat, somit eine sehr hohe Genauigkeit hat, bei, ja, gerade eben, wenn man bei Werkstätten öfters wie nur einmal fahren muss. Und das zeichnet am Schluss letztlich den Laser aus. Ja, das auf jeden Fall von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe so alles reingepackt. Ansonsten könnt ihr gerne Fragen stellen. Ich würde mich natürlich über ein Abo und Daumen hoch freuen. Und damit ihr auch kein Video verpasst, wie gesagt, abonnieren nicht vergessen. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal, euer Dr. Einstein.